Wir müssen jetzt rausfinden, was wir, den Wasserfilter will ich jetzt noch mal sehen. Aber da gibt es keine... Da gibt es noch ein Video, wo Fritz drauf reagiert. Wo Fritz seine Expertise sagt und die beiden ihre Expertise sagen. Das habe ich mir reingezogen. Geiles Video. Okay, und was war das Fazit? Dass die wahrscheinlich so Gewächshausfolie nehmen, oder? Ich habe keinen Ton, AMK. Ich möchte, dass wir professionell an die Sache rangehen müssen, dass wir als Kollegen da rangehen und nicht als Freunde, okay? Wir werden kuscheln. Nein, warum sagst du so einen Scheiß? Wir werden uns so derbe aneinander kuscheln, das rast du noch gar nicht. Du rast nicht, wie derbe wir uns aneinander kuscheln werden. Okay, jetzt kannst du auch Play machen. Ob wir das hier in die Flasche kriegen, dann bleib dabei! Das ist einfach die SnowRunner-Musik. Ja, wollte ich auch gerade sagen, übelst die SnowRunner-Vibe. Ich will wirklich den Filter nur sehen. Und mach, such ihn, komm. Aber warte mal, erstmal ganz kurz hier gucken. Man kann es noch, ja, man komprimiert es noch gut runter. Aber es ist wirklich, das kleinste Übel, sag ich mal. Das wollen, glaube ich, mitnehmen als deren Tarp. Das war riesig. Die haben alles. Die haben die Decke, die haben ganz viele verschiedene Sachen. Und sagen, von so einem Kompromiss zwischen Reißfestigkeit und Anfälligkeit und Platz und so, ist das bei denen rausgekommen. Und das sind halt die Ultra-Experten. Und wir wollen was anderes mitnehmen. Ja, einfach ja. Was soll ich sagen? Die Folie, die sie hatten, ist auch 2x4 Meter. Das ist schon riesig. Nimmt aber auch dementsprechend Platz weg. Oh, aber 2x4 Meter ist auch, nicht größer als... Wie alle Internethelden schreiben, gar nicht so cool. Ja. Es ist trotzdem sehr, sehr anfällig. Ja, wie aber jede dünne Folie halt. Richtig, ne? Aber immer noch besser als die anderen zwei. Es ist die am wenigsten anfällige dünne Folie. Richtig, und deswegen werden wir... Das Ding ist, sie haben die Folie, die ich jetzt bestellt habe, nicht getestet. Haben sie nicht. Dann geh mit deiner Folie in den Wald. Ja, werde ich tun. Ich werde mit meiner Folie in den Wald gehen. Wie spät ist es jetzt? Ist die Folie bei dir schon zu Hause? Nee, die kommt erst in 8 Tagen an, weil die aus fucking Amerika zu mir gesendet wird, weil niemand anderes eine Folie aus Myral PET verkauft. Außer okay, ist aber vielleicht auch ein Geheimtipp. Ja. Apropos Geheimtipp, was bei Fritz immer wieder Geheimtipp ist, ganz, ganz, ganz zartes, ganz dünnes, kleines Mückenabwehrnetz, was du dir übers Gesicht legst, weil wenn dir nachts eine Mücke ins Gesicht sticht, und das wird passieren, wachst du jedes Mal auf. Und ich habe keinen Bock mehr, jede Nacht irgendwie Schlamm ins Gesicht zu schmieren, dass die Mücken nicht kommen. Da hat er gesagt, das braucht gar keinen Platz. Das ist so dünn, das ist so groß wie eine Fingerkuppe. Und das legt man sich wirklich nur übers Gesicht. Woanders am Körper trägst du ja Klamotten, aber das Gesicht wird halt angegriffen. Gesicht. Ist halt der Riesengeheimtipp von Fritz, wo sie, da vergessen es alle. Und ich weiß, Mücken, sobald ich von Mücken nicht angegriffen werde, egal wie hart der Boden ist, egal wie nass ich bin, egal wie laut es dann nachts ist, ich kann pennen. Du wirst vom Bär angegriffen und ich penne weiter. Ich schlaf. Das heißt, Schutz vor Mücken ist so wichtig. Weiter. Höchstwahrscheinlich, vielleicht, man weiß es noch nicht, diese Folie mitnehmen. Ja. Wenn ihr den Test dazu sehen wollt, wie gesagt, das verlinken wir hier oben nochmal, das Video, da haben wir wirklich die drei Folien auch. Also ich habe meine Folie noch nicht getestet, aber ich sage, meine Folie ist ein Geheimtipp. Geil. Da sollen die bitte drauf reagieren. Fritz, wenn ich's dann mache. Naturensöhne, also, nehmt Stellung zu Rumatras geheimer Geheimfolie aus Amerika. Das ist NASA-Technologie. Die benutzt NASA-Technologie-Folie. Wieso hat die keiner? Wieso hat die keiner auf dem Schirm? Sind wir hier die krassesten? Gehen wir hier vielleicht als Top-Favorit in diese Staffel rein? Was ist hier los? Warum haben wir das beste Tarp? Wo sind die Experten, wenn man sie mal braucht? Sehr gut, Rumatra. Geil. Deine Scheißfolie war schon mal im All. Mhm. Damit bauen sich Leute ein Shelter auf dem Mond, falls es da mal regnet. Weißt du, so eine Folie. So eine Folie ist das. Es regnet nicht auf dem Mond. Ich weiß, du hast Luft- und Raumfahrttechnik studiert im Master. Das haben die nicht. Du laberst mich jetzt hier mit Scheiße an. Wenn ich am Ende die beste Folie und den besten Kochtopf habe, dann kannst du mal meinen Schwanz lutschen. Ich meine es wirklich. Ich meine es wirklich. Stell dir mal wirklich vor, wir haben das beste Tarp. Stell dir vor, du schaffst jetzt hier ein Fundament für alle Staffeln in Zukunft, dass alle diese NASA-Folie verwenden, weil du die gefunden hast. Hm? Verstehst du das? Ja. Gut, weiter. Auf Reißfestigkeit getestet, wie man einen Shelter damit bauen kann. Und Stichfestigkeit, genau. Und hier vielleicht auch mal zwei. Ganz ehrlich, wenn es heißt, yo, was ist ein krasseres Unterschlupf? Fensterfolie klingt halt schwach. Ja. Klingt oder, schwach. Oder Müller-NASA-Folie. Ja, das ist heftig. Das ist eine damit geile gewinnt Folie. Man. 2x4 Meter. Wir haben eine gefunden, 2x4 Meter. Ja. Was geht? Ich sag auch, deren Folie kostet irgendwie 3,99 und deine Folie kostet 35 Euro. Ja, sie war teuer. Cool. Das ist hat irgendwie 60 Euro gekostet. Das ist verpackungsmäßig. Man kann es noch. Ja, man komprimiert es noch gut runter, aber es ist wirklich, das kleinste Übel, sag ich mal. Freunde, auch noch wichtig für den Shelterbau, aber für... Okay, erstmal weiter voll zum... Schade. Also, was ist? War wichtig, er hat gerade gezeigt, auch noch wichtig für den Shelterbau, Duct Tape. Wir müssen Panzertape mitnehmen, okay? Deine Folie wird so krass sein, dass sie in der nächsten Staffel verboten wird. Finde ich gut. Ja, Panzertape, weiß ich. Ganz komm, weiter. Ganz gesagt in den Videos, vielleicht... um irgendein Kochgefäß, einen Korb drum zu machen.
Draht haben die dabei, will ich auch noch. Ich möchte das Team sein mit der meisten Angelschnur dabei und dafür super viel bauen können und mit dem meisten Sägepower dabei und ein bisschen Draht nehmen wir auch noch mit. Dafür verzichte ich auf viele weitere, also wirklich auf sehr viele andere Sachen. Beziehungsweise ein Henkel oder irgendwas. Ja. Deswegen haben wir auch den silbernen Draht genommen, weil der ist nicht beschichtet. Ja, man hat ja grundsätzlich jetzt hör zu. Verschiedene Möglichkeiten. Hör zu, Mann. Oder fünf. Ja. Wir gehen sie mal durch. Entweder man säuft das Wasser einfach so. dann braucht man sich darum keine Gedanken machen. Das wollten wir machen. Die haben uns ausgelacht, Romatra. Hast du es gesehen? Wir wollten das Wasser einfach so trinken. Nee, ich wollte meinen NASA-Kochtopf zusammenbauen und mir das Wasser da abkochen. Ja, okay, du wolltest da deinen Motorkleber trinken. Okay, auch gut. Dann kann man einfach einen kleinen Wasserfilter mitnehmen, der in die Flasche passt. So, ist begrenzt, hier, zeigen aber wir es gleich geht. Noch. Ja. So, einer, guck mal. Dann gibt es... Mit so einem Dings und dann wird das daran gebunden. Entweder, also es sind so Wasseraufbereitungstabletten, so auf Chlorbasis. Entweder als Tablette oder als flüssig mit... Tablette und Flüssigkeit bin ich raus, das nehme ich nicht. Ich tue kein Chlor in meinen Magen rein. Okay. Oder du baust dir irgendein Gefäß oder machst das in Sieb... In Steinsiedeverfahren sozusagen, also du kochst es ab. Mhm. Kannst du auch machen. Abkochen. Mega aufwendig. Mega aufwendig. Wir müssen halt aufpassen vor der Biber-Grippe. Biber-Fieber? Was ist das? Ich hab noch einen anderen interessanten Fall. Hör zu, das ist krank. Im Wasser dort sind überall Biber-Fieber. Hör du mir zu? Das ist kein Keim, das ist kein Virus, das ist kein Bakterium, das ist der kleinste Parasit, den es gibt. Das hasse ich. Ich auch, finde ich auch scheiße. Das Virus, Bakterien, haus mir rein, ist in Ordnung. Aber ein fucking mikroskopisch kleiner Parasit, der in deinem ganzen Körper ist, da bin ich raus. Ja, und es gibt noch die Möglichkeit, dass du in irgendeiner Form eine Art Quelle findest. Darf ich noch einen Vorschlag machen, der mir jetzt wieder eingefallen ist, den ich, das ist auch noch in meinem Kopf gewesen, noch nicht finalisiert, okay? Steinsiedeverfahren, haben sie gerade angesprochen. Habe ich dir auch gesagt, einer hat einen... Check ich nicht, habe nicht weiter gefragt, ist ein Fachbegriff, habe ich nicht weiter... Okay, ja. Steinsiedeverfahren ist ganz einfach, du nimmst Wasser, wirfst einen heißen Stein rein, boom, das Wasser fängt an zu kochen. Das ist es, okay? Cool. So, das machen manche Leute komplett mit einem Baumstamm, den sie finden, den höhlen sie aus und füllen dann in diesen Baumstamm das Wasser rein und werfen da dann den Stein rein. Dann haben sie, jetzt hatte ich mir noch überlegt, was ist, wenn wir nur den unteren Teil der Flasche mit einem Blech auslegen und dann auf dieses Blech den Stein drauf werfen, in die Flasche rein aber. Checkst du? Check ich. Wir nehmen die Flasche, füllen sie mit Wasser, haben einen kleinen Stein, machen den heiß, tun ihn in die Flasche rein, der fällt auf den Boden. Dort, reicht wo das ein kocht. Kleiner Stein, um die ganze Flasche abzukochen? Nein. Aber gute Idee, aber der passt sich durch den Deckel, der groß genug ist, weißt du? Das kann sein. Reicht vielleicht nicht. Leicht reicht. Der muss das Wasser ja nahezu zum Kochen bringen, zum Brühen, ne? Selbst wenn wir das machen, das ist zu aufwendig. Guck mal, wie klein die Flasche ist. Davon müssen wir jeder am Tag 6 Dinger trinken, das geht nicht. Ich bin zum Glück, du bist hier mit dem Typen unterwegs, der wirklich am wenigsten Wasser trinkt überhaupt. Ich funktioniere mit 5 Liter am Tag, mit 0,5 Liter am Tag. Wirklich. Das ist scheiße. Und wenn ich diese scheiß Parasiten kriege, dann hau ich dir eine rein. Okay? Mhm. Die wirklich direkt... Es gibt ganz schön viele Szenarien, wo ich dir schon eine reinhaue, muss ich sagen. Auf den Stein kommt. Das hast du zum Beispiel im... Es gibt aber auch ganz viele Szenarien, wo du einfach stirbst. Das es gibt auch ultra viele Szenarien, wo du als Held rausgehst, wenn deine Sachen funktionieren. Ja, wenn ja, du echt die Topfarben, dein Shelter geil ist, wo alle beeindruckt sind. Das ist sick. Wo du es dann außen fällst, durchdrückt. Oder alternativ, das habe ich jetzt auch letztens gesehen. Und das Ding ist. Oder wir finden wie Fritz so ein Ding, wo es direkt aus der Felswand raustropft, dann ist es schon gefiltert. Das wäre das Allergeilste. Mhm. Jetzt nochmal, das Ding ist, wir sind am meisten Coinflip von allen unterwegs. Weißt du, was ich meine? Was? Also entweder wir werden einen richtig geilen. Ich sag entweder wir werden. Es wird alles funktionieren und es wird richtig geil. Oder wir sind übertrieben gefickt. Da gibt es nichts zwischendrin. Weißt du, was aber ich auch wenn wir übertrieben gefickt sind, brechen wir nicht ab. Naja, nicht bis halt einer von uns irgendwie kurz vorm Sterben ist, ja. Ja, definier kurz vorm Sterben. Keine Ahnung, wenn du mich nicht mehr ansprechen kannst und mich nicht mehr wachrütteln kannst, dann bitte brech ab. Ja, dann ist Abbruch. Sobald man den anderen nicht mehr aufwecken, das ist eine gute Regel. Also, wenn man den anderen nicht mehr aufwecken kann, brechen wir ab. Ja. Okay. Nice. Habe ich auch, glaube ich, schon geschickt gehabt, dass du neben einem Fluss ein Loch gräbst. Und das dann mit Stein auskleidest, du gräbst natürlich so lange, bis es auf Grundwasser geht. Das ist, wenn du wirklich nah am Fluss bist, so bei, keine Ahnung, einem halben Meter oder sowas, wenn es hochkommt. Kleidest das dann halt schön mit Steinen aus, legst unten halt Kies rein und es läuft dann halt immer wieder mit Wasser voll. Das klingt ja übertrieben smart. Hörst du, was er sagt? Ja. Digga, das ist ja übertrieben. Das mache ich. Gib dir Typen ein Bundesverdienstkreuz, das ist ja genial. Das ist ein Naturfilter, das machen wir. Wir müssen gleich googeln, wie man eine Schaufel baut. Dann schöpfst du das Wasser 3-4 Mal ab, bis wirklich nur noch klares Wasser da ist. Und das ist dann halt schon direkt trinkbarer, weil es halt durch diese ganzen Sand- und Gesteinsschichten gut gefiltert ist. Also da ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass da Viren und so weiter enthalten sind.
Je nachdem, was für eine Variante wir uns entscheiden, glaube ich, dass wir das auf jeden Fall bauen werden. Weil das sowohl für die Wasserfilter von Vorteil ist. Richtig. Weil du halt klareres Wasser mit weniger Schwebstoffanteilen hast. Auch für die Sache hier, für die Aufbereitungstabletten und so weiter sinnvoller ist. Und, das haben wir vergessen, für den potenziellen Steripen. Stimmt, den haben wir jetzt noch gar nicht hin, den haben wir aber schon bestellt. Ja. Kommt, wie gesagt, auch in dem Wasseraufbereitungsvideo, dann ist sehr, sehr interessant. Das geht quasi mit UV. Ah, die machen noch ein extra Video, okay. UV-Strahlung. Rührst du dann irgendwie 90 Sekunden an dem Wasser herum und dann ist es auch komplett abgetötet. Ja. Haben wir uns gedacht, ist vielleicht auch eine geile Lösung, aber macht maximal 20 Liter. Das ist ein Problem. Die Ladung, ja. Du hast eine Ladung, die macht maximal 20 Liter. Jetzt ist halt die Frage, gibt es die auch mit Batterien? Wie viele Batterien kommen da rein und so weiter? Das müssen wir ausprobieren. Müssen wir einfach ausprobieren. Schummelt man einfach. Finde ich eigentlich auch eine geile Idee, muss ich sagen. So ein Rührstab, der einfach mit UV-Strahlung. Aber für einen halben Monat, für 2 Wochen und du hast 20 Liter, das trinke ich dir in 3 Tagen weg. Das bringt nichts. Wir brauchen langfristigere Lösungen. Ja, wie gesagt, das ist halt die Frage, wie viel man braucht. Ja. Die sichere Lösung, die sicherste ist halt immer noch, also was halt immer gehen wird, ist Wasser abkochen. Aber auch da sind die Mengen so klein. Ja, aber es ist besser, also... Ja, das stimmt schon. Ich bin jetzt gerade voll Naturfilter. Lass das gleich mal gucken. Wir brauchen gucken, wie baut man denn so einen Spitzstock, womit man graben kann. Wie baut man Naturfilter? Das würde ich sagen, geht beides noch in meine Aufgabe rein. Schreib es auf deine Liste. Ah, warte. Grabstock ist meine Aufgabe, Naturfilter ist meine Aufgabe. Ja, ich hab noch einen Vorschlag tatsächlich. Wir können, Fritz hat das auch in dem Video gezeigt, wir können auch aus dem Baum Wasser zapfen. Ja, mit so Birke, mit so reinstopfen, ne? Birke mit reinstopfen und das würde rein theoretisch immer laufen. Das ist aber halt nur ganz bisschen. Aber vollautomatische Fahren, wir lieben vollautomatische Fahren. Das müssen wir uns auch noch angucken. Genau. Das ist deine Aufgabe. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob das funktioniert, dass du dann so mehrfach reinstopfst, also mehrfach so reinschlägst. Geht nur im Frühling, schreibt einer, sonst ist nicht genug Wasser. Na, dann ist eh vorbei. Wir können auch falsch sein, wir dürfen nicht darauf vertrauen. Ach so. Das geht nur im Frühling mit der Birke, ist sinnfrei. Scheiße. Geht nur im Frühjahr. Schade. Ja, notfalls brauchen wir uns eine Kaktusfarm für XP und dann können wir direkt super viel enchanten, das ist auch ein Vorteil. Ja. Okay, weiter. Ich schwöre dir, mein Kochtopf wird funktionieren. Er wird funktionieren, du Wichser. Okay, dann ist geil. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du besser als alle anderen da bist, weißt du? Ich bin nicht betriebsblind. Ich bin betriebsblind. Ich weiß nicht, was das heißt, aber das bin ich. Faro nimmt sich dann Ladegerät, einen Ladeakku aus der Kamerabox. Ja, also aus der Klassbrieftasche einfach eine Powerbank. Aus der Klassbrieftasche, genau. Es gibt verschiedene Möglichkeiten dafür. Aber da gehen wir im Detail nochmal in einem anderen Video ein, weil das halt wirklich, wirklich viel Platz und Zeit einnimmt. Es ist wirklich tricky. Und eins kann man jetzt schon mal sagen. Ganz viele haben geschrieben, dass diese Tabletten total cool sind. Oder allgemein, so eine Entkeimungstabletten. Die finde ich scheiße. Finden wir jetzt im Zähneputzen auch nicht verkehrt, sonst meckert der Zahnarzt nach 2 Wochen vielleicht. Ja, gerade wenn man du eine schwierige Zahnsituation. Nehmen wir mit. Also ich will eine Zahnbürste dabei haben. Genau, man muss es nicht machen, aber... Wir haben genug Platz. Ich baue eine Naturzahnbürste, meine Aufgabe. Mit Holzkohle und so ein Birkendings ganz klein, so einen frischen Zweig klein machen, dass er so ganz faserig. Ich baue dir eine Zahnbürste. Wir nehmen keinen Platz für Zahnbürste weg. Wir machen keine Hygiene. Kein Tuch, keine Zahnbürste, keine Seife, keine Zahnpasta, nichts, was riecht. Dass uns der Bär auch einfach schon auf 5 Kilometern riecht, dass sie denken, okay, fuck, das stinkt, da gehe ich nicht hin. Wir hatten schon überlegt, dass der dich vielleicht einfach aufnimmt, der Bär in deine Familie. Der kommt so und sieht dich da rumliegen, übel dreckig und am Stinken und hat irgendwie Mitleid und nimmt dich mit in seine Höhle und zieht dich auf oder geil. So. Wäre krass. Wenn da wirklich eine Bärenfamilie kommt, die mich aufnehmen würde und wir sind komplett am Ende, würde ich sagen, Romatra, Digga, sorry, es hat sich was ergeben, ich bin raus, ich bin jetzt mit dem Bär im Team und du bleibst zurück. Wärst du mir sauer? Nein. Ich wäre dir auch nicht sauer, wenn du mit Bären leben darfst. Nein, wenn wirklich eine Bärenfamilie ankommt und dich aufnimmt, dann, okay, dann lebe ich ab jetzt alleine. Dann wünsche ich dir viel Spaß mit deiner Bärenfamilie. Gut, nehmen wir. Haben wir genug Inspiration aus dem Video bekommen, was wir brauchen? Ich wollte ja nur die Wasserfilter sehen, aber jetzt habe ich gesehen, die machen ein extra Video. Aber diesen einen Filter, den er reingepackt hat, den fand ich sehr geil. Das war der Strohhalm, von dem ich geredet habe, du Wichser. Nein! Ich habe dich gefragt. Auch danach. Hast du diesen? Das war doch kein Strohhalm. Eins kann man jetzt war ein mal dicker sagen. Strohhalm, du Wichser. Stimmt, den haben wir jetzt noch gar nicht hin. Ja, okay. Ich dachte wirklich ein Strohhalm. Ach so, ein normaler Strohhalm hast du gedacht, meine ich. Also, das wirklich ich hasse dich, mein da, der da, das da, was da gerade rein. Eins kann man jetzt schon mal sagen. Also das ist das, was nicht passt, aber eben hat er doch ein anderes noch gehabt. Ja, warte, du musst da gehen dafür, wir hier für die... Da war's gerade. Das passt nicht. Aber so einer ist es, so einer in etwas kleiner. Das ist für mich ein geiler Wasserfilter. Das ist für dich ein Strohhalm! Ja, du tust das Ding in das Wasser reinhalten und dann saugst du dran und dann geht das durch den dicken Halm in deinen Mund. Das, was gerade da in der Flasche liegt, ist für dich ein Strohhalm. Das wäre für mich der Strohhalm gewesen, ja.
Digga, dann ist ja auch die Flasche ein Strohhalm. Wenn du bei dieser Flasche unten ein Loch reinschneidest. Strohhalm! Der Name sagt doch schon, dass es. Digga, was hast du für eine Definition von Strohhalm? Da raste ich aus. Wir reden seit einer Woche aneinander vorbei. Ich will diesen Wasserfilter mitnehmen. Du willst den Wasserfilter Strohhalm mitnehmen. Und wir meinen seit zwei Wochen das Gleiche. Okay, wie beschreibst du das? Beschreib das jetzt, so dass es jemand versteht. Mach. Portabler Wasserfilter. Falsch, das kann alles. Portabler Wasserfilter kann alles sein. Okay? Aber es ist kein Strohhalm. Doch, Strohhalm. Das ist ein Strohhalm ist so breit wie Stroh. Okay, dann ist es ein Wasserfilterhalm. Okay? Es ist kein Halm, Bruder. Das ist doch kein Halm. Google bitte Halm. Jetzt reicht's. Wie schreibt man Halm? Halm ist auch ein Scheißwort. Ist ein Scheißwort. Ich weiß gar nicht, was ein Halm überhaupt ist. Digga, ich habe Halm gegoogelt. Ist anscheinend eine Marke. Hab ich auch gesehen. Ja, weiß jetzt auch nicht, was ein Halm ist. Ich auch nicht. Nichts gebracht. Ja, wir kommen hier nicht weiter. Ding, wir werden die 14 Tage nicht schaffen. Wir wissen doch nicht mal, was ein Halm ist.